Jo Leute, was geht ab? Motoflo ist back am Start mit einem neuen Video. Ich war lange weg. Lange war er weg. Boah, der Gasgriff ist so am quietschen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das gerade war auf jeden Fall mein Reifen. Ja, ich war lange weg, weil ich habe meine Booster verkauft und mir dann eine Zip gekauft. Und die Zip ist... die lief nie, also die lief schon, aber die fuhr nie. Dann habe ich mir eine Gilera DNA gekauft, die lief auch scheiße und die habe ich dann getauscht gegen die Aerox. Die Aerox war komplett original, mittlerweile nicht mehr, wie man vielleicht erkennt. Erste Hand war die Aerox, genau, die habe ich jetzt halt umgebaut, ein bisschen für, voll die Mücken, Alter, ja, für ein bisschen Stunten. Ich kann die euch mal kurz von außen zeigen, diese Stelle hier kennt ihr vielleicht schon, aus einem Video oder so. Ja. Nicht wundern, das Z-Teil hier muss ich noch dran bauen. Wegen dem Höherlegungssatz steht die Scheiße. Ja, das ist die. Jetzt mit 280er Oversize Bremsscheibe. 4K Sattel fehlt noch. Ja, dann so ein paar Kleinigkeiten halt gemacht, ne? Ein Tape über den Scheinwerfer. Ja, so eine Z ist drauf. Ne? Am Sound erkennt man vielleicht, wie viel Kubik die hat, ne? Möchte ich jetzt hier nicht so erwähnen. Genau, und eine Wheelie Bar hat sie jetzt auch dran. Genau, den Downy hier auch. Ne? Ja, vielleicht habt ihr das Video von 1 Bike Live 1 gesehen, da ist ja auch meine Aerox Probe gefahren. Müsst ihr auf jeden Fall mal das Video abchecken, ich verlinke euch das da oben in der Ecke. Da, keine Ahnung. Genau, da war die auch noch komplett original mit Lenker und sowas. Ja, komplett original, Lenker war original, original alles. Bis auf der Auspuff. Da war ein Leo Vince TT drauf. Und da hat man in dem Video wahrscheinlich auch gesehen, dass ich mit dem Ding absolut gar keine Wheelies hinbekommen habe, weil die Bremse einfach so sau aggressiv ist. Da waren Beläge komplett neu. Mittlerweile sind sie eingebremst und was weicher. Oder und ich habe mich dran gewöhnt oder so. Ja, geht auf jeden Fall jetzt auf ganz entspannt hier. Boah, das hört man doch safe, den Griff, Alter, wie der am Quietschen ist. Ja, genau, die ist ein bisschen dreckig gerade aktuell, weil ist ja auch nicht das beste Wetter, wie man sieht, ne? Wollte es eigentlich heute waschen, dann haben wir aber noch Bremsscheibe umgebaut. Genau. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, ich habe Bock, eine kleine Produktion für eine Aerox zu starten und auch für eine Yamaha Booster, das neue Modell, also diese Next Generation. Nicht die 1 Bike Life 1 da vorne stehen hat. Und zwar die Wheelie Bar, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Die habe ich selber gebaut und ich hätte Bock, weil ich ein paar Anfragen schon bekommen habe zu dieser Wheelie Bar. Erstmal habe ich Anfrage bekommen, woher ich die habe, wie ich die gebaut habe und das werde ich halt nicht sagen, weil ich will die verkaufen, produzieren und verkaufen. Und da könnt ihr mal eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. In die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock hättet oder ob ihr auch eine Aerox oder eine Booster habt und so eine Wheelie Bar sogar eventuell kaufen würdet. Ich kann euch die eben noch mal zeigen. Packen wir mal hier an. Machen wir die Kiste aber für aus. So, steht sie gerade. So, genau. Das ist die Wheelie Bar. Ich muss mal auf die Kamera tippen. So, das ist die Wheelie Bar. Die ist hier höhenverstellbar. Wird fixiert hier mit zwei Schrauben, dass das auch ordentlich hält. Natürlich muss man da ein paar Einbuße natürlich treffen. Das ist jetzt hier erstmal provisorisch. Man muss natürlich die Verkleidung ausschneiden. Da werde ich dann aber auch so eine Schablone mit dabei legen. Das wird sehr auf einem sehr professionellen Niveau, denke ich mal, landen. Dann müsst ihr natürlich Löcher in euren Rahmen bohren, in nicht tragende Teile, um die Wheelie Bar halt festzuschrauben. Der Vorteil ist, die ist komplett schraubbar, die könnt ihr jederzeit wieder abschrauben und alles original zurückbauen. Also müsst ihr euch natürlich eine Verkleidung extra für holen, also backen,
extra holen oder dann, wenn ihr zurückbauen wollt, euch neue Backen holen. Und ansonsten ist da eigentlich alles schraubbar dran und alles wieder auf Original zurückbaubar. 1, 2, 3, 1 hat die hier auch eben schon geschliffen. Bitte ihr mal, warte mal, hier sieht man es. Hier, da. Blende ich euch gleich mal ein Video für ein. Boah, Junge! Also man sieht halt, das ist der erste Entwurf von dieser Wheelie Bar. Und es ist halt perfekt, auch der Winkel perfekt, um den Fuß hier gerade reinzustellen. Und dann halt in den Stand-Up oder einen Catwalk halt ordentlich zu machen. Oder halt einfach nur zum Scrapen. Preis bin ich mir noch nicht ganz so 100% sicher. Und ich weiß auch nicht, wann ich das genau mit der Produktion starten kann. Vielleicht wird es auch erstmal so sein, dass ich die nur über Instagram verkaufe. Instagram abonnieren, dann bleibt ihr auch auf dem neuesten Stand. Ja, der war ein bisschen zu wenig Bremse, glaube ich. Ein bisschen zu viel Bremse, so meine ich. Natürlich versuche ich dann auch ein bisschen vielleicht ein paar mehr Parts zu produzieren, die man halt so selber bauen kann. Ne? Also sowas wie eine Bremszylinderabdeckung oder einen Bremshebel wird es natürlich nicht geben, das ist klar. Ja, keine Ahnung, aber vielleicht eine Packhalterung oder so, die man hier irgendwo vielleicht einbauen kann an der Front. Oder für einen Auspuff irgendwie einen Pack, dass man da, dass wenn die Karre mal fliegen sollte, dass man den Auspuff geschützt hat. Oh, auf ganz entspannt hier der Coaster. Dass man einen Pack oder so an den Auspuff macht und mit einer speziellen Halterung irgendwie was baut, dass der Auspuff zu 100% geschützt ist. Sowas könnte ich mir noch vorstellen zu bauen und ansonsten mal gucken, was die Zeit dann so mit sich bringt. Da will ich nicht drin landen. Oh Junge, fast weggeschmissen. Ah, macht das Bock, Junge, macht das Bock. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurück. Ich versuche ein bisschen mehr Videos zu machen. Momentan liegt es eher an meinem Computer, der ein bisschen alt ist. Und ich habe keinen Peil vom Computer, wenn ich ehrlich bin. Also so von der Hardware und Geduld habe ich keinen Plan von. Ich kann euch einen Motor zerlegen im Schlaf. Aber von Computern habe ich echt gar keinen Peil. Und der ist halt, es ruckelt alles, wenn ich schneiden will. Und da ist auch noch so eine alte HDD drin, die macht auch schon Geräusche. Ja. Heißt, ich werde da mal aufrüsten und dann mal gucken, geht es vielleicht besser mit der Videoproduktion. Und ihr könnt mir mal gerne, wenn ihr das Video hier gesehen habt, schreiben, ob ihr einen Aerox-Rahmen habt. Ein Aerox-Rahmen ohne Papiere von mir aus, vorne mit kaputt Schaden. Also ich brauche wirklich nur den nackten Rahmen. Am besten mit Tank aber drin. Ob ihr den irgendwie für einen Appel und ein Ei abgibt oder zu verschenken habt, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall gut, weil ich dann daran die Wheelie-Bars baue bzw. kontrolliere, ob auf alles hundertprozentig passt. Ja. Das ist so mein aktueller Plan. Boah, ist der laut beim Absetzen der Reifen, Alter. Wie lange haben wir denn jetzt schon aufgenommen? Ich kann es nicht sehen, na scheiß drauf. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Wir stehen kurz vor den 5000 Abonnenten. Also was heißt kurz vor, ne? Mir fehlen noch 100 Stück oder 95, irgendwie sowas um den Dreh. Dann haben wir 5000 erreicht. Es wäre natürlich sehr, sehr nice,
Und schreibt mir eure Meinung zu den zu der Wheelie Bar in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. So. Berlin bis Amsterdam.